Hallo, mein Name ist Karina Balzer und ich führe Sie heute durch Wimca Fleet Admin. Wenn Sie sich bei Wimca Fleet anmelden möchten, geben Sie oben in die Suchzeile bitte einfach fleet.wimca.com ein. Bitte achten Sie darauf, dass es von Wimca drei unterschiedliche Domains gibt, und wenn Sie zur Fuhrparkverwaltung gelangen möchten, geben Sie eben bitte einmal die fleet.wimca.com Seite ein. Sobald Sie auf der Seite sind, können Sie sich anmelden. Ihre Login-Daten bestehen aus Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort. Für die Vergabe von Ihrem Login müssten Sie vor kurzem eine E-Mail mit einem Aktivierungslink bekommen haben, wo Sie sich dann auch Ihr Passwort vergeben konnten. Sie können nun hier eben hier diese E-Mail-Adresse hinterlegen, klicken auf Weiter, können das Passwort hinterlegen und sich dann anmelden. Falls Sie mal Ihr Passwort vergessen haben sollten, können Sie hier unten die Passwort-Vergessen-Funktion nutzen und Ihr aktuelles Passwort natürlich auch zurücksetzen. Sobald Sie sich bei Wimca Fleet anmelden, kommen Sie automatisch zu Ihrem Dashboard. Hier sehen Sie die wichtigsten Ereignisse und Punkte von Ihrem Fuhrpark auf einer Seite ersichtlich. Hier oben sehen Sie direkt den Fahrzeugzähler, der Ihnen anzeigt, wie viele Fahrzeuge Sie aktuell aktiv haben. Außerdem gibt es hier noch die Informationen zu den Kostenausreißern. Hier unten sehen Sie alle Aufgaben, die anstehen, also beispielsweise TÜV-Termine oder Service-Termine. Und hier rechts sehen Sie aktuell schon die UVV und die Informationen zur Führerscheinkontrolle. Außerdem gibt es noch weitere Punkte, an denen wir momentan arbeiten, beispielsweise die Kilometerstände, die noch nachfolgen werden, sowie die Kosten und die Verträge. Die Listenansicht von Wimca Fleet ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Informationen von Ihrem Fuhrpark auf einen Blick schön einzusehen und auch sortieren zu lassen, filtern zu lassen und mitzuarbeiten. Das heißt, Sie haben hier die Liste, die Sie hier sehen können, und hier unten einen Schieberegler, den Sie noch weiter nach rechts führen können und sich die Ansicht quasi so bauen, wie Sie es benötigen. Das heißt, alle Informationen, die Sie hier sehen, sind nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, Sie können die Tabelle anpassen und nach Ihrem eigenen Bedarf umsortieren, Felder ergänzen, Felder ausblenden, die Informationen mit Daten füllen etc. Die Bearbeitung an sich funktioniert hier oben. Das heißt, sobald Sie auf dieses Schloss draufklicken, können Sie die Bearbeitung aktivieren und dann eben entsprechend die Informationen anpassen. Sobald Sie wieder auf Bearbeitung deaktivieren klicken, sind die Informationen gespeichert und verfügbar. Die Ansicht, wie Sie sie hier sehen, können Sie auch exportieren, indem Sie auf Export draufklicken. Dann laden Sie eine Datei runter, die Sie dann einfach auch intern weiterleiten können und Kollegen zur Verfügung stellen können, die sich nicht bei Wimca Fleet anmelden können. Ansonsten haben Sie hier natürlich auch die Möglichkeit, im System selbst zu arbeiten. Sie können jedes Feld, das Sie hier sehen, eben entsprechend sortieren lassen. Wenn Sie die Information beispielsweise jetzt hier nach dem Kilometerstand aufsteigend sich anzeigen lassen möchten, ist auch sowas natürlich möglich. Eine weitere Funktion, die Sie hier machen können, ist, dass Sie hier zwischen den aktiven und archivierten Fahrzeugen wechseln möchten, falls Sie mal ja, den Fuhrparkbestand gewechselt haben. Und Sie haben hier auch noch die Möglichkeit, die Tabelle anzupassen, kommen wir gleich noch dazu. Und Sie haben hier auch die Möglichkeit, neben der Fahrzeugsuche, die Sie hinterlegen können, auch neue Fahrzeuge zu erstellen, indem Sie dann einfach die relevanten Informationen hinterlegen. Dann haben Sie die Stammdaten gepflegt, das Fahrzeug ist ja, neu hinterlegt und Sie können dann im Prinzip direkt damit arbeiten. Es gibt eine wichtige Unterscheidung, sofern Sie mit den Fahrtenbüchern oder mit den Geofunktionen arbeiten. Hier ist eine Funktion, die sehr, sehr wichtig ist, direkt zu Beginn. Das ist der Fahrzeugtyp. Hier können Sie unterscheiden, ob das Fahrzeug ein Poolfahrzeug oder ein Dienstwagen ist, was dann natürlich auch selbstverständlich Auswirkungen auf die Privatsphäre hat. Bei einem Poolfahrzeug können Sie beliebig viele Mitarbeiter auf das Fahrzeug freischalten, die dann auch unter Umständen den Zugriff auf das Fahrtenbuch haben können. Und bei einem Dienstwagen haben Sie eben nur die Möglichkeit, eine Person darauf freizuschalten. Sobald Sie auf ein Fahrzeug draufklicken, kommen Sie zum Stammdatenblatt von dem Fahrzeug. Und hier können Sie eben die wichtigsten Informationen zu dem einen Fahrzeug einsehen im Vergleich zur Tabelle, wo Sie die Fahrzeuge vergleichen können. Genau, und hier sehen Sie im Endeffekt die Möglichkeiten, dass Sie hier sich anzeigen lassen können, welche Stammdaten das Fahrzeug hat. Also vom Kennzeichen bis zur Erstzulassung können Sie sich hier anzeigen lassen. Und hier unten haben Sie noch unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Beispielsweise, falls Sie doch nochmal das Fahrtenbuch nutzen möchten, dann können Sie hier die Hardware verknüpfen oder alternativ können Sie auch hier die Buchungen ein- oder ausschalten. Außerdem besteht hier auch die Möglichkeit, dass Sie hierüber die Fahrzeuge archivieren. Das heißt, wenn ein Fahrzeug Ihren Fuhrpark verlässt, können Sie hier drüber das Fahrzeug archivieren und dann einfach den Nachfolger neu anlegen. Hier unten haben Sie dann noch die technischen Daten zu dem Fahrzeug, die Sie sich anzeigen lassen können.
Und rechts oben hier die benutzerdefinierten Felder. Das heißt, alles, was Sie selbst erstellt haben, können Sie sich auch hier anzeigen lassen. Und Sie kommen hier auch direkt auf die Einstellungsmöglichkeit zu den benutzerdefinierten Feldern. Hier oben gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, und zwar geht es hier um die Kilometerstände der Fahrzeuge. Das ist ja in den meisten Fuhrparks doch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir an die Daten rankommen können. Die eine Möglichkeit besteht natürlich aus einer manuellen Eingabe. Das heißt, Sie können hier den Kilometerstand aktualisieren. Können wir gerne einmal parallel machen. Wir geben hier einfach den aktuellen Kilometerstand ein, das das Fahrzeug momentan hat, und das Datum, wann Sie das Ganze abgelesen haben, und aktualisieren den Kilometerstand dann einfach. Und dann passt sich der Algorithmus entsprechend an. Sie können auch hier, wenn Sie auf Historia einsehen klicken, können Sie hier dann eben die Eingabezeiten nachschauen und beispielsweise auch rauslöschen für den Fall, dass mal irgendeine Eingabe nicht wirklich gepasst hat. Eine weitere Möglichkeit, wie wir an die Kilometerstände kommen können, ist beispielsweise durch die Tankkartenintegration, die wir momentan im Einsatz haben. Hier besteht eben auch die Möglichkeit, dass wir dann eben von den Tankkartenanbietern automatisch die Kilometerstände übermittelt bekommen und pflegen dann die Informationen für Sie ein. Und auch da sollte mal eine Eingabe nicht wirklich schlüssig sein, können Sie hier über die Historie trotz allem einen Blick drauf werfen und die falsche Eingabe dann einfach auch rauslöschen, damit der Algorithmus weiterhin richtig ist. Über die Zugriffe können Sie einstellen, welcher Mitarbeiter mit dem Fahrzeug verknüpft sein soll. Das heißt, hauptsächlich dann, wenn ein Mitarbeiter ein Fahrzeug reservieren soll, ist es relevant, dass Sie den Nutzer anlegen und dann eben mit einem Fahrzeug verknüpfen, damit der Mitarbeiter dieses Fahrzeug auch reservieren kann. Das Ganze geht relativ schnell. Wenn Sie auf den Mitarbeiter draufgehen, können Sie hier rechts entweder Rechte verwalten oder Zugriffe erteilen. Wenn Rechte verwalten dasteht, ist diese Verknüpfung schon aktiv. Wenn noch Zugriff erteilen dasteht, können Sie hier einfach draufklicken. Dann sehen Sie, dass bei dem Andreas Peter jetzt in dem Fall auch ein Häkchen unter dem Buchsymbol auftaucht. Und dann ist der Mitarbeiter mit dem Fahrzeug verknüpft und kann sich dieses Fahrzeug dann auch über das Buchungssystem reservieren. Sie können das Ganze natürlich auch abkürzen, indem Sie hier links oben auf dieses Kästchen draufklicken, und dann können Sie hier rechts oben auf die drei Pünktchen gehen und dann können Sie allen Mitarbeitern auf einen Schlag den Zugriff auf das Fahrzeug vergeben. Für jedes Fahrzeug steht Ihnen eine eigene Dokumentenablage zur Verfügung. Das heißt, Sie können hier einfach ein Dokument hochladen oder auch Ihre Ordnerstruktur durchsuchen und dann hier Dokumente hochladen. Vorteil ist, Sie haben von überall aus drauf Zugriff, sofern Sie den Internet haben, und können hier, wenn Sie auf die drei Pünktchen klicken, sich entweder direkt eine Vorschau anschauen, Sie können das Dokument natürlich auch umbenennen, herunterladen dann auch wieder oder auch löschen. Bei Poolfahrzeugen haben Sie hier die Möglichkeit, auch direkt live in das Fahrtenbuch reinzuschauen und auch hier die Fahrtenbücher zu bearbeiten. Ein ganz wichtiger Hinweis, das ist natürlich bei Dienstwagen, die auch privat genutzt werden, nicht erlaubt. Da finden Sie hier diesen Reiter einfach gar nicht erst vor. Ansonsten ist hier im Großen und Ganzen nichts zu ergänzen. Das heißt, hier können Sie im Prinzip die Fahrtenbücher führen, wie auch durch die Fahrtenbücher für die Fahrer. Das heißt, Sie können hier auf die Fahrt draufklicken, wählen dann eben die Kategorie der Fahrt aus. In der Regel ist es bei einem Poolfahrzeug ja eine betriebliche Fahrt, und können dann eben die Informationen anpassen, wie den Geschäftspartner, die Firma, den Anlass, Bemerkungsfeld. Sie können noch eine Kostenstelle ergänzen, also alles wie gehabt. Und wenn Sie selber nicht gefahren sind, sondern weil Sie die Fahrt für einen Kollegen bearbeitet haben, können Sie auch hier einfach den Fahrer anpassen. So, dann speichern wir das Ganze einmal ab und damit ist die Fahrt schon zugeordnet. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den Mitarbeiterfahrtenbüchern und dem Fahrtenbuch in der Fleet-Software, und zwar betrifft das die 7-Tage-Benachrichtigung. Hier gibt es eine klitzekleine Ausnahme. Und zwar ist es ja in der Regel so, dass Sie nach 7 Tagen die Fahrt nicht mehr bearbeiten können. Wenn jetzt aber bei einem Poolfahrzeug eine Fahrt automatisch zur Privatfahrt geworden ist und kein Fahrer hinterlegt ist, weil diese Verknüpfung eben mit mehreren Mitarbeitern geschehen ist, können Sie hierüber noch den Namen von dem Fahrer ergänzen. Sprich, Sie klicken hier auf Bearbeiten und haben dann hier die Möglichkeit, den Fahrer eben entsprechend zu hinterlegen und abzuspeichern. Wenn Sie auf die Detailansicht von einem Fahrzeug klicken und dann den Standort auswählen, sehen Sie hier den Standort von dem einzelnen Fahrzeug.
Und was Sie dann hier einstellen können, ist der Standardparkplatz von dem einzelnen Fahrzeug und können dann hier eben auch wieder mit Luftlinie sehen, wie weit das Fahrzeug von dem Standardparkplatz weg ist. Das heißt, hier sehen Sie jetzt, das Fahrzeug steht jetzt in dem Fall nicht auf dem Standardparkplatz. Sobald Sie den Standardparkplatz eingestellt haben und auf die Fahrzeugübersicht klicken, haben Sie auch die Möglichkeit, das Ganze relativ schnell zu überprüfen. Und zwar, wenn Sie sich hier die Standortleiste hier einblenden lassen, sehen Sie hier jeweils bei den Fahrzeugen hier oben, dass das Fahrzeug nicht auf dem Standardparkplatz steht, aber ein Standardparkplatz hinterlegt ist. Und hier unten, wenn dann der doppelte Kreis dann noch hinterlegt ist, sehen Sie jetzt hier in dem Fall relativ schnell, dass dieses Fahrzeug auf dem Standardparkplatz steht. Damit die Liste auch Ihren Anforderungen entspricht, können Sie die Tabelle entsprechend Ihres Bedarfs anpassen. Das heißt, sobald Sie hier auf Tabelle anpassen klicken, können Sie die Tabelle entweder einblenden, ausblenden oder sortieren, wenn Sie manche Felder weiter vorne stehen haben möchten oder weiter hinten stehen haben möchten, je nachdem, wie Sie mit den Daten arbeiten. Und Sie können aber auch, losgelöst von der Ansicht, die Sie aktuell schon sehen, die Felder noch komplett anpassen. Das heißt, wenn Sie auf Felder anpassen klicken, kommen Sie hier auf diese Einstellungsmöglichkeit zu den benutzerdefinierten Felder. Und hier gibt es jetzt einfach schon eine Reihe von Feldern, die wir schon mal systemseitig vorbereitet haben, die Sie sich einfach durch einen Klick ein- oder ausblenden lassen können. Und Sie haben aber zudem die Möglichkeit, dass Sie sich eigene Felder erstellen können. Das heißt, wenn Sie hier oben auf das türkisfarbene Plus draufklicken, haben Sie die Möglichkeit, eigene Felder zu erstellen. Und das ermöglicht Ihnen wiederum, dass Sie alles, was für Ihren Fuhrpark relevant ist, erstellen können und filterbar machen können. Beispielsweise, Sie können einen Dropdown erstellen, wenn Sie mehrere Standorte haben, können Sie hier eben das Ganze dann entsprechend benennen. Sie sagen dann, das Ganze heißt Standorte. Habe ich jetzt natürlich als Beispiel schon drin und können dann hier unten in den Auswahlmöglichkeiten die einzelnen Städtenamen hinterlegen. Sobald Sie das Ganze dann abgespeichert haben, haben Sie da den großen Teil der Arbeit schon erledigt und Sie haben ein neues Feld erstellt. Weitere Beispiele gibt es natürlich auch. Sie können zum Beispiel ein Kontrollfeld hinterlegen. Beispielsweise, wenn Sie sagen, Sie möchten es filterbar machen, ob ein Fahrzeug eine Anhängerkupplung hat oder beispielsweise eine Vignette hat, wenn Sie im Grenzgebiet leben. Das zweite wäre beispielsweise ein Datumsfeld, wenn Sie da wichtige Informationen hinterlegen möchten. Sie können aber auch ein einfaches Zahlenfeld oder auch ein Textfeld hinterlegen. Sobald Sie die Daten abgespeichert haben und das neue Feld erstellt haben, haben Sie hier unten eben die Möglichkeit, Ihr eigenes Feld dann eben einblenden zu lassen und hier unten dann aber auch natürlich, falls Sie es mal nicht mehr benötigen sollten, zu löschen oder natürlich auch zu bearbeiten. Der Laufleistungsrechner hilft Ihnen dabei, die Kosten von Ihrem Fahrzeug im Blick zu behalten. In dem Beispiel ist jetzt ein Leasingvertrag hinterlegt und Sie können hier rechts die ganzen Informationen zu Ihrem Vertrag hinterlegen. Und Wimca rechnet eben anhand von Ihrem Fahrverhalten, das wir durch die Kilometerstände bekommen, hoch, wie viel Sie am Ende von dem Vertrag drauf bezahlen müssen oder zurückerstattet bekommen. Sie können natürlich auch einen Kaufvertrag hinterlegen, dann können Sie beispielsweise eintragen, bis wie viel Kilometer Sie dieses Fahrzeug maximal fahren möchten, weil beispielsweise anschließend die Werkstattrechnungen zu hoch werden und dann rechnen wir Ihnen eben aus, dass wenn Sie Ihr Fahrverhalten nicht ändern, dass dieses Datum oder dieser Kilometerstand an Tag XY erreicht wäre. Wenn die Daten hier eingegeben sind und Sie noch einmal auf die Fahrzeugliste draufgehen, sehen Sie hier dann eben auch noch einmal hier die Spalte Laufleistungsrechner in unterschiedlichen Farben hinterlegt. Das heißt, wenn was grau hinterlegt ist, dann ist alles in Ordnung und Sie haben mit keinen Mehrkosten zu rechnen. Und sobald das Ganze eben rot aufleuchtet, ist irgendetwas im Argen und Sie können hier einmal drüber fahren mit der Maus und sehen dann auch schon mal die Informationen auf einen schnellen Blick. Jedes Fahrzeug verfügt über einen Reiter Kosten für fahrzeugspezifische Kosten des Fahrzeugs. Das heißt, Sie sehen hier für jedes Fahrzeug separat quasi alle Kosten, die Sie hier einpflegen. Wie Sie die Daten einpflegen, das geht relativ einfach, aber über viele Möglichkeiten. Das heißt, für besondere Kosten, wie beispielsweise Werkstattrechnungen etc., können Sie sich hier über dieses türkisfarbene Plus weiterhelfen, indem Sie draufklicken und einen einfach die Daten entsprechend eingeben. Sie können hier unten dann auch direkt ein Dokument, also beispielsweise die Rechnung hinterlegen und haben dann die Daten hinterlegt.
Für Kosten wie Leasingverträge oder für Versicherungen gibt es aber auch die Möglichkeit, dass Sie hier diesen Haken setzen bei wiederkehrende Kosten. Hier können Sie dann zum Beispiel sagen, dass Sie die Versicherung ein Jahr lang beispielsweise jeden Monat zu dem besagten Preis hinterlegt haben möchten. Und diese Kosten werden dann jeden Monat eben automatisch in diese Listenansicht und auch in die Statistik übernommen. Dann haben Sie hier einmal die Liste von den ganzen Kosten und hier rechts, wenn Sie auf die Statistiken draufspringen, haben Sie hier unter dem Reiter Kosten dann eben entsprechend auch eine statistische Anzeige von dem ganzen Thema. Hier unten gibt es später dann noch einmal einen Reiter zu den Kosten, da kommen wir gleich noch dazu. Hier können Sie dann im Prinzip nachher die Gesamtkosten vom Fuhrpark einsehen. Es gibt jetzt noch einen Punkt, der ganz, ganz wichtig ist bei den meisten Fuhrparks, und zwar die Tankkosten. Hier haben wir die Möglichkeit, dass wir verschiedene Tankkartenanbieter integrieren können. Das sind aktuell UTA, DKV, Aral und Westfalen. Hier besteht dann eben die Möglichkeit, dass wir diese Kosten eben einmal pro Monat automatisch erhalten und dann eben zu dem entsprechenden Fahrzeug zuordnen automatisch. Das heißt, Sie müssen gar nichts machen. Wir erhalten die Daten und pflegen sie dem entsprechenden Fahrzeug zu. Das Gleiche gilt dann eben auch für die Kilometerstände. Wenn Sie ein Fahrzeug ausgewählt haben und hier oben auf die Tankkarten klicken, können Sie dieses Fahrzeug mit einer Tankkarte verknüpfen. Das heißt, wenn Sie hier oben auf dieses Plus-Symbol draufklicken, können Sie die entsprechenden Daten hinterlegen und haben dann hier diese Informationen zu der Tankkarte hinterlegt. Was das Ganze bedeutet, ist, dass Sie zum Beispiel diese Tankkartennummer mit dem Fahrzeug verknüpfen können, damit Sie eben wissen, welche Tankkarte zu welchem Fahrzeug gehört, wie lange das Ganze gültig ist und so weiter. Hier unten besteht dann aber auch noch die Möglichkeit, dass Sie gewisse Informationen mit den Fahrern teilen. Beispielsweise, wo getankt werden darf, also national oder international. Sie können hinterlegen, was mit der Tankkarte bezahlt werden kann und darf. Und hier unten auch nochmal ganz wichtig, Sie können die PIN abspeichern und hinterlegen, damit der Fahrer, wenn er unterwegs ist und sich nicht an die PIN erinnern kann, sein Wimca-Passwort eben einmal eingeben kann in der App und dann die PIN für 5 Sekunden eingeblendet sieht. Wenn Sie Mitarbeitern Zugriff auf Wimca geben möchten, können Sie das machen, indem Sie hier links auf die Nutzerverwaltung draufklicken. Hierüber können Sie die ganze Nutzerverwaltung steuern und beispielsweise neue Mitarbeiter stellen, löschen, archivieren etc. Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen möchten, der dann auf Wimca zugreifen kann, klicken Sie oben rechts auf das türkisfarbene Plus drauf und geben dann die Informationen bei der Eingabemaske ein. Also die Anrede, Vorname, Nachname und die E-Mail-Adresse. Es besteht auch die Möglichkeit, wenn Sie Mitarbeiter haben, die keine E-Mail-Adresse haben, die zu hinterlegen. Wenn das der Fall sein sollte, kommen Sie gerne auf uns zu, da helfen wir dann gerne weiter. Ein Hinweis noch, sobald Sie den Nutzer erstellt haben, bekommt er quasi, also wenn Sie hier unten auf Nutzer erstellen klicken und eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist, bekommt der Mitarbeiter auf die angegebene E-Mail-Adresse einen Aktivierungslink zugeschickt und kann sich dann sein Passwort vergeben. Wichtig ist hierbei, der Mitarbeiter kann sich dann erst einmal nur bei den Fahrer-Apps anmelden und nicht bei Wimca Fleet. Wenn Sie möchten, dass der Mitarbeiter auch administrative Rechte bekommt, können Sie das unten unter den Einstellungen vornehmen. Da kommen wir später noch dazu. Sie sehen hier neben dem Namen ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, dass der Mitarbeiter sein Passwort noch nicht vergeben hat. Wenn der Mitarbeiter sagt, dass er seine Registrierungs-E-Mail beispielsweise nicht mehr findet, dann können Sie die E-Mail auch nochmal neu versenden, indem Sie auf den Mitarbeiter draufklicken. Dann öffnet sich eine neue Maske und Sie sehen dann hier oben rechts diese 3 Pünktchen, wo Sie draufklicken können. Und darüber können Sie zum einen Nutzer sperren, Nutzer löschen oder die Einladung eben erneut versenden. Bei den Informationen zu den Nutzern können Sie zudem sehen, welche Rechte der Mitarbeiter hat, also beispielsweise ob er neue Fahrzeuge generell hinzufügen kann und hier unten in welchen Gruppen der Mitarbeiter Zugriff hat. Und Sie können hier direkt auch auf die Rechteverwaltung klicken, damit der Mitarbeiter administrative Rechte erhält und sich dann auch unter Umständen bei Wimca Fleet anmelden kann. Außerdem können Sie hier oben auf die Fahrzeugansicht wechseln. Hierüber können Sie dann ebenfalls wie in der Fahrzeugübersicht die Zugriffe zu dem Fahrzeug vergeben und den Mitarbeiter mit einem Fahrzeug verknüpfen. Mit unserer Führerscheinkontrolle wollen wir Ihnen helfen, dass Sie keine relevanten Fristen mehr verpassen. Das heißt, Sie können hier über Wimca Fleet die Führerscheinkontrolle für die einzelnen Mitarbeiter aktivieren, indem Sie hier auf die Führerscheinkontrolle aktivieren klicken und können dann die relevanten Informationen zu dem Führerschein hinterlegen.
Im Normalfall ist es so, dass wenn Sie diese Eingabe erstellen, haben Sie den Führerschein aktuell physisch vorliegen und können die ganzen Daten hier eben entsprechend eintragen. Der zweite Schritt ist dann eben diese Prüfmethode. Hier können Sie dann den Prüfintervall einstellen. Der ist rechtlich in der Regel halbjährlich zu machen. Das heißt, das können Sie hier hinterlegen. Und dann können Sie hier unten auch direkt das Häkchen setzen, dass Sie den Führerschein aktuell vorliegen haben und somit auch aktuell direkt geprüft haben. Das heißt, die erste Prüfung ist damit schon erledigt und Sie haben das nächste halbe Jahr Ihre Ruhe. Genau. Und dann hier unten haben Sie die Möglichkeit, dass Sie entscheiden können, wie der Mitarbeiter benachrichtigt wird, wenn die Führerscheinkontrolle anfällt. Das heißt, entweder per E-Mail oder per SMS wird der Mitarbeiter dann jedes halbe Jahr informiert, dass diese Prüfung ansteht und dass er sich bei Ihnen melden soll als Fuhrparkleiter, um Ihnen den Führerschein zu zeigen. Sobald Sie das Ganze dann aktiviert haben, ist der große Teil auch schon erledigt. Das heißt, Sie können das Ganze hier in dem Fall jetzt erst einmal ein halbes Jahr lang ruhen lassen, weil Sie die Prüfung ja aktuell direkt durchgeführt haben. Und in einem halben Jahr, wenn dieser Prüfzeitraum dann eben wieder gekommen ist, haben Sie hier dann eben die Möglichkeit auch ja, drauf zu klicken, dass diese manuelle Kontrolle wieder durchgeführt werden kann. Das ist in der Zwischenzeit nicht möglich, weil ja dann dieser Prüfintervall durcheinander kommen würde. Deshalb besteht hier eben die Möglichkeit, dass Sie dann eben in einem halben Jahr die Prüfung dann eben wieder vornehmen. Neben der Führerscheinkontrolle bieten wir auch noch eine Lösung für die Fahrerunterweisung bzw. Fahrer-UVV an. Sie können diese hier bei der Fahrerunterweisung aktivieren und auch da können Sie aussuchen, ob der Mitarbeiter per E-Mail oder per SMS über diese anstehende Schulung eben informiert wird. Hier ist es ein bisschen anders, hier ist der Prüfintervall jährlich. Genau. Was passiert, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist? Dann bekommt der Mitarbeiter einen, ja, Link zugeschickt. Wenn die Person auf den Link draufklickt, wird sie dann auf eine E-Learning-Plattform weitergeleitet und muss dann dort eine Schulung oder Schulungen durchlaufen. Am Schluss gibt es einen Multiple-Choice-Test und ganz am Ende kann der Mitarbeiter dann die Zertifizierung, dass er diese Schulung gemacht hat, herunterladen. Bei der Führerscheinkontrolle und bei der Fahrerunterweisung habe ich Ihnen jetzt den Idealfall gezeigt. Das heißt, der Mitarbeiter kümmert sich komplett selbstständig um die ganzen Themen und Sie müssen im Endeffekt gar nicht aktiv werden. Dass das ab und zu nicht funktioniert, beziehungsweise dass Sie da nochmal eingreifen müssen, ist absolut richtig und auch da haben wir eine Lösung dafür, und zwar ist das dieser Eskalationsempfänger. Sie können sich hier für jeden Mitarbeiter, der entweder die UVV oder die Führerscheinkontrolle aktiv hat, einen Eskalationsempfänger hinterlegen. Das heißt, hier tauchen dann alle Mitarbeiter auf, die eben eines dieser Funktionen aktiv haben, und Sie können dann eben sagen, dass der Mitarbeiter hierfür zugeordnet werden soll. Sprich, Sie bekommen dann eben am ersten Tag, am fünften Tag und oder am siebten Tag nach der Fälligkeit auch eine Benachrichtigung zugesendet, dass diese Prüfung oder eben die Schulung nicht stattgefunden hat. Wenn wir aber einmal nochmal auf die Nutzerübersicht draufklicken, dann können Sie das Ganze auch relativ schnell in der Übersicht sehen. Sie haben hier diese Führerscheinkontrolle und Fahrerunterweisung als separate Spalte hinterlegt und können hier eben sehr schnell einsehen, dass bei dem Mitarbeiter, wenn hier was grau hinterlegt ist, ist alles in Ordnung. Wenn was rot hinterlegt ist, dann ist es überfällig. Und hier bei dem hellgrauen durchgestrichenen ist beispielsweise die Führerscheinkontrolle oder die Unterweisung eben überhaupt noch gar nicht aktiv. TÜV-Termine, Servicetermine oder auch ein Reifenwechsel. Im Fuhrpark müssen Sie an relativ viele Sachen denken und an relativ viele Fristen denken. Und da möchten wir Sie eben auch unterstützen. Das Ganze machen wir über diese Aufgabenfunktion. Und hier haben Sie eben die Möglichkeit, sich an unterschiedliche Aufgabentypen erinnern zu lassen bzw. Benachrichtigungen schicken zu lassen. Wie das Ganze funktioniert, machen wir gerne einmal an einem Beispiel durch. Und zwar, wenn Sie eine neue Aufgabe hinterlegen möchten, klicken Sie hier oben rechts auf das türkisfarbene Plus drauf und können dann hier oben aus drei unterschiedlichen Typen auswählen. Es gibt ein Serviceintervall, es gibt die TÜV-Möglichkeit und es gibt auch ja, die Möglichkeit, den Joker einzusetzen und individuellen Termin einzustellen, also beispielsweise Reifenwechsel etc. Wenn wir einmal beispielsweise einen Servicetermin hinterlegen möchten, können Sie dem Ganzen oder müssen dem Ganzen einen Titel geben. Service-Test nennen wir das Ganze jetzt einfach einmal, können dann ein Fahrzeug auswählen, können einen Kommentar hinterlegen, wenn Sie möchten. Und hier unten können Sie jetzt dann eben beispielsweise sagen, Sie möchten entweder zeitbasiert und oder kilometerstandsbasiert benachrichtigt werden.
Beim Service kann man beispielsweise sagen, Sie möchten bei einem Kilometerstand von beim nächsten Mal 40.000 Kilometer informiert werden. Und dann können Sie eben sagen, okay, 40.000 Kilometer schön und gut, aber dann ist der Termin ja schon erreicht. Deshalb hätten Sie gerne zusätzlich noch bei 38.000 Kilometer noch eine Benachrichtigung und so weiter. Und so können Sie sich beliebig viele Benachrichtigungen einstellen. Sie können zudem auch noch das Ganze mit einem zeitlichen Faktor versehen, wo Sie dann eben sagen, Sie hätten gerne am Fälligkeitsdatum XY eine Benachrichtigung und auch da können Sie beispielsweise sagen, Sie hätten gerne eben noch mehrere Monate, Wochen, Tage vorher noch eine Benachrichtigung zugeschickt bekommen. Wenn Sie eine Aufgabe erstellt haben, werden Sie automatisch in diese Aufgabe weitergeleitet und können das Ganze noch einmal prüfen. Das heißt, hier sehen Sie die ganzen Informationen zu den Aufgaben, rechts sehen Sie die Benachrichtigungen, Sie können Kommentare ergänzen, Anhänge hinzufügen und so weiter und natürlich auch alles noch bearbeiten im Nachhinein. Und da ist es jetzt noch so, wenn Sie näher an den Termin rankommen, wissen Sie ja in der Regel, dass Sie noch keinen Termin ausgemacht haben. Das heißt, Sie können sich eben beispielsweise 2000 Kilometer davor damit auseinandersetzen und sagen, okay, Sie machen jetzt einen Termin aus mit der Werkstatt. Und wenn das Ganze dann passiert ist, können Sie hier unten dann auch den tatsächlichen Werkstatttermin eintragen und abspeichern. Sobald Sie eine Aufgabe dann erledigt haben, können Sie das Ganze hier direkt abhaken und als erledigt markieren und sehen dann, dass Sie das Ganze auch einmal direkt als Folgeaufgabe neu erstellen können. Das heißt, diese ganze Logik von den Benachrichtigungen, wenn Sie damit einmal zufrieden und einverstanden sind, können Sie einfach auf alle Fahrzeuge duplizieren. Das zeige ich Ihnen gleich, wie das funktioniert. Oder wenn Sie eine Aufgabe beendet haben, können Sie dann hierüber eben direkt eine Folgeaufgabe erstellen und dann hier einfach diese Kilometerstände abändern und das Datum abändern. So. Wenn man dann einmal auf die Aufgaben draufgehen, wie gesagt, Sie müssen nicht alles einmal für jedes Fahrzeug komplett sich neu ausdenken. Wenn Sie eine Aufgabe erstellt haben und Sie sind zufrieden damit, können Sie hier auch auf diese drei Pünktchen gehen und die Aufgabe duplizieren. Mitarbeiter können sich selbstständig Fahrzeuge reservieren. Entweder über Wimca Booking, das heißt, das ist die Browser-Variante von dem Buchungssystem für Mitarbeiter, oder eben über die Fahrer-Apps. Innerhalb von Wimca Fleet gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie die Buchungen entweder verwalten können oder für Mitarbeiter Buchungen vornehmen können, stornieren können, löschen können und so weiter. Hier gibt es einige Einstellungsmöglichkeiten, die einen großen Unterschied machen in der täglichen Handhabung. Das heißt, Sie können beispielsweise einstellen, dass wenn sich Mitarbeiter ein Fahrzeug reservieren, dass die sofort auch fix für den Mitarbeiter geblockt sind. Oder alternativ können Sie sich auch einstellen, dass ein Mitarbeiter, wenn er sich ein Fahrzeug reservieren möchte, erst einmal nur eine Anfrage erstellt und Sie das Ganze dann eben bestätigen oder ablehnen müssen. In dem Fall ist es bei mir eingestellt, dass ich das Ganze gerne erst einmal bestätigen möchte. Deshalb sehen Sie hier die Buchungen in unterschiedlichen Farben. Die hellgrauen Anfragen in dem Fall sind noch nicht bestätigt. Die dunkelgrauen Fahrzeugreservierungen sind bereits bestätigt. Wie besprochen, Sie können auch Buchungen für Mitarbeiter vornehmen. Und zwar können Sie hier oben entweder ganz grob den Zeitraum eingeben, wann die Reservierung stattfinden soll, und klicken dann auf Prüfen. Oder Sie gehen einfach direkt in die Karte rein und ziehen sich dann hier dieses Feld auf, von wann bis wann Sie diese Buchung vornehmen möchten. Sobald Sie dann auf Buchen klicken, öffnet sich auch hier wieder eine Maske und Sie können hier entsprechend den Fahrer einstellen. Information am Rande, wenn ein Mitarbeiter sich selbst ein Fahrzeug buchen möchte, dann kann der Mitarbeiter natürlich nur für sich selbst buchen. Das heißt, dieses Fahrerfeld taucht in den Fahrer-Apps nicht auf, sondern nur Sie können für andere Mitarbeiter Fahrzeuge reservieren. Sobald Sie das Ganze dann bestätigt haben, haben Sie hier die Möglichkeit, die Buchung einzusehen. Der Mitarbeiter wird über die Buchungsanfrage und natürlich dann auch über die Bestätigung oder Absage per E-Mail informiert. Sie sehen das Ganze dann hier in der Übersicht. Hier haben Sie dann auch nochmal die Möglichkeit, sich das Ganze als Listen anzeigen zu lassen. Und zwar hier oben haben Sie auch wieder die Möglichkeit, zwischen den angefragten, zukünftigen, vergangenen, stornierten oder eben allen Buchungen zu entscheiden und können die Informationen dann auch exportieren. Das heißt, wenn Sie da irgendwo mal die Informationen benötigen oder eben doch einen Aushang brauchen oder ähnliches, können Sie die ganzen Informationen hier auch runterladen. Bei den angefragten Buchungen haben Sie hier die Möglichkeit, diese Buchungen eben zu bestätigen oder abzulehnen.
wenn sie auf X draufklicken, wird der Mitarbeiter informiert, dass die Buchung nicht akzeptiert wurde. Und sie können das Ganze, wenn sie auf Genehmigen klicken, dann eben aber auch bestätigen. Mit einem Klick aufs X verschwindet die Buchung dann nachher aus dem Kalender raus. Das heißt, wenn wir jetzt einmal auf die Kalenderübersicht nochmal draufgehen, sehen Sie jetzt hier, dass sich da auch was getan hat. Das heißt, alle Fahrten, die Sie bestätigt haben, sind dunkelgrau und alle Fahrten, die Sie abgelehnt haben, sind verschwunden. Die Inhalte sind praktische Funktionen rund ums Fahrtenbuch. Es gibt zwei Reiter, das heißt, einmal können Sie Gruppen erstellen und Sie können Kostenstellen vordefinieren. Bei den Gruppen können Sie auch hier wieder beliebig viele einzelne Gruppen erstellen, wenn Sie auf dieses türkisfarbene Plus draufklicken und haben dann eben die Möglichkeit, wenn Sie in eine einzelne Gruppe hineinspringen, folgende Reiter zu bearbeiten. Der erste Reiter sind die Mitglieder. Das heißt, hier sind die Nutzer, die Sie bei Wimka angelegt haben, auf Mitglieder und Nichtmitglieder aufgeteilt. Und mit einem einfachen Klick auf Hinzufügen oder natürlich auch Entfernen können Sie entsprechend anpassen, was mit dem Mitarbeiter passiert. Was nun dahinter steckt, Sie können beispielsweise Anlässe vordefinieren. Das heißt, Sie können hier manuell über dieses Plus die Anlässe vordefinieren, die die Mitarbeiter im Fahrtenbuch hauptsächlich pflegen sollen. Und die Mitarbeiter haben dann in ihrem Dropdown eben diese Liste von den Anlässen schon einmal vordefiniert. Zumindest, wenn sie in der Gruppe drin sind. Das Gleiche gilt für die Kontakte. Hier besteht die Möglichkeit, dass Sie Kontakte für den Mitarbeiter vordefinieren. Hat den Vorteil, dass wenn der Mitarbeiter zu einem Kunden fährt, er dann eine komplette vordefinierte Liste hat von den Kunden, die er anfahren könnte und sie dann eben entweder durch dieses Dropdown einfach nur noch anklicken muss oder wenn die Umkreiserkennung aktiviert ist, der Mitarbeiter dann eben nur noch bestätigen muss, dass er bei dem Kunden war und gegebenenfalls noch den Anlass anpassen muss. Was hier sehr praktisch sein kann, ist, dass Sie nicht die ganzen Kontakte manuell einpflegen müssen, sondern es besteht auch die Möglichkeit eines Massenimports. Hier können Sie die Vorlage von uns herunterladen, eine Excel-Datei, und können dann durch Ihr Warenwirtschaftssystem über Copy und Paste die Datei ausfüllen, abspeichern und hochladen. Und pro Import sind 2.500 Adressen möglich. Sie können den Vorgang aber beliebig oft wiederholen. Und so haben Sie dann den Vorteil, oder die Mitarbeiter haben den Vorteil, dass die ganzen Kontakte, die Sie anfahren, im System schon hinterlegt sind und Sie nicht mehr so viel schreiben müssen. Und da ist eben einmal ganz wichtig zu wissen, dass die Mitarbeiter, die in der Gruppe Mitglied sind, über diese Daten verfügen, die anderen Mitarbeiter nicht. Sprich, Sie können das Ganze auch einmal aufdröseln und sagen, welche Mitarbeiter welche Kontakte genau sehen dürfen. Neben den Gruppen haben Sie auch die Möglichkeit, dass Sie über die Inhaltefunktion Kostenstellen vordefinieren können. Da besteht dann im Endeffekt der große Unterschied in dem Fahrtenbuch, dass die Mitarbeiter eine weitere Eingabemaske haben, die Sie als Pflichtfeld oder als optionales Feld ja, benennen können. Zeige ich Ihnen später in den Einstellungen noch einmal genauer. Und dann hat der Mitarbeiter hier eben die Möglichkeit, aus den Kostenstellen, die Sie für den Mitarbeiter vordefiniert haben, in einem Dropdown auszuwählen, für welche Kostenstelle er jetzt unterwegs war. Eine neue Kostenstelle erstellen Sie ebenfalls über dieses türkisfarbene Plus-Symbol und können dann den Namen und die Beschreibung hinterlegen und abspeichern. Der Mitarbeiter wählt dann in dem Dropdown lediglich die entsprechende Kostenstelle aus. In dem Export selbst für das Finanzamt sind die Kostenstellen natürlich nicht mit aufgeführt, aber Sie haben die Möglichkeit, die Fahrtenbücher als CSV und als Excel-Datei runterzuladen und dann eben entsprechend nach den Kostenstellenauswertungen zu fahren. Wenn Sie die Fahrzeugkosten eingepflegt haben, haben Sie hier auf der Kostenübersicht links auch die Möglichkeit, sich die Gesamtkosten vom Fuhrpark anzeigen zu lassen. Und dabei haben Sie natürlich die Möglichkeit, den Zeitraum anzupassen. Vordefiniert ist immer das aktuelle Jahr und haben dann eben die Möglichkeit, das Jahr aber auch noch anzupassen, wenn Sie es mit anderen Zeiträumen noch vergleichen möchten. Zudem ist bei der Übersicht erst einmal die aktiven Fahrzeuge aufgelistet. Sie können hier aber auch natürlich zwischen den archivierten oder eben auch allen Fahrzeugen auswählen, die dann in dem Zeitraum aktiv waren. Ansonsten besteht hier auch die Möglichkeit, dass Sie sich diese Kostenansicht exportieren können, mit einem Klick auf den Export. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie sich Daten importieren lassen können. Das heißt, wenn Sie eine Datei haben, bevorzugt CSV oder Excel, können Sie hier auf den Import-Button klicken und die Daten hochladen. Wichtig ist dabei nur, dass wir eben wissen, zu welchem Fahrzeug die Daten hochgeladen werden müssen.
Eine weitere Ansicht, die Sie sich hier anzeigen lassen können, ist, dass Sie von den Gesamtkosten auch auf die Kosten pro Kilometer sich die Daten runterrechnen lassen können. Die Kostenausreißer zeigen Ihnen, wenn es eine Auffälligkeit bei den Kosten gab. Das heißt, hier, wenn Sie einmal sehen und draufklicken, haben Sie die Möglichkeit direkt auch zu sehen, was es für ein Punkt war, also was für ein Kostenobjekt das Ganze war, was das Problem war oder was auffällig war bei dem ganzen Thema und können dann hier auch unten direkt auf den zugehörigen Kosteneintrag springen. Wie Sie das Ganze einstellen, das finden Sie hier oben rechts bei den Einstellungen. Hier können Sie dann vordefinieren, was Sie gerne betrachten möchten. Also beispielsweise können Sie sich informieren lassen, wenn der Verbrauch von einem Fahrzeug in die Höhe schnallt oder wenn Sie bei einem Fahrzeug ein Tankvolumen von 40 Liter angegeben haben und auf einmal werden aber 60 Liter getankt, erhalten Sie dann ebenfalls auch eine Warnung. Oder hier oben können Sie auch Produkte einschränken. Beispielsweise, Sie können sagen, dass manche Produkte gar nicht bezahlt werden dürfen oder hinterlegt werden dürfen als Kostenpunkt. Oder Sie können auch zeitliche Restriktionen einstellen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, dass ein Fahrzeug nur einmal pro Woche Maut abspeichern darf, dann werden Sie eben benachrichtigt, wenn dieses Fahrzeug zweimal in der Woche Maut als Kostenobjekt drin hat. Hier unten gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie das Ganze für bestimmte Fahrzeuge verfügbar machen oder gültig machen und für andere wiederum nicht. Beispielsweise, wenn Sie sagen, okay, das Fahrzeug darf einmal pro Woche nur Maut hinterlegen, aber das gilt nicht für alle Fahrzeuge, weil es auch Fahrzeuge gibt, die mehrfach Maut bezahlen müssen. Das können Sie dann eben hier auch mit abdecken und die Fahrzeuge dann hier aus der Ausreißerübersicht mit rausnehmen. Wenn Sie die Daten, die Sie eingegeben haben, weiterverwenden möchten, können Sie die Daten entsprechend unter den Exporten herunterladen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, was Sie von WIMCA im Einsatz haben, aber hier können Sie eben die Daten herunterladen. Beim Fahrtenbuch gibt es eine Besonderheit. Sie haben hier die Möglichkeit, zwischen den Pool und den Dienstwagen auszuwählen und haben hier oben ja, die Möglichkeit, den Zeitraum festzulegen und das Format. Und hier ist es steht schon ganz groß da, wenn Sie das Ganze fürs Finanzamt runterladen möchten, also wenn die Prüfung ansteht, verwenden Sie bitte immer die PDF-Datei, die ist Finanzamt konform. Für alles Weitere, wenn Sie Exporte brauchen für Ihr Warenwirtschaftssystem, für die Buchhaltung etc., können Sie natürlich jedes andere Format auswählen, aber offiziell für alles, was das Finanzamt angeht etc., bitte die PDF-Datei verwenden. Zu den Tankkarten. Bei den Tankkarten gibt es zwei Reiter, einmal die Übersicht und einmal die Integrationen. Und ich werde einmal ganz kurz mit den Integrationen starten. Was hier geschehen kann, ist, dass Sie die Schnittstelle einstellen können zwischen WIMCA und Ihrem Tankkartenanbieter. Aktuell ist es auf Westfalen, UTA, DKV und Aral festgelegt. Es gibt die Möglichkeit, aber wie gesagt, wenn Sie andere Tankkartenanbieter haben, dass Sie unter dem Kostenimport Ihre Abrechnungen hochladen. Bequemer ist das Ganze natürlich, wenn Sie eine von den vier Tankkarten im Einsatz haben, dann können Sie die eben in WIMCA integrieren und müssen so gar nichts mehr machen, sobald diese Integration steht. Wie das Ganze funktioniert, hängt ein bisschen von der Tankkarte ab, da leiten wir Sie aber auch gerne durch. Das heißt, sobald Sie auf Integration klicken, müssen Sie einmalig diese Verknüpfung herstellen. Indem Sie hier auf dieses türkisfarbene Plus draufklicken, dann Ihre Tankkarte auswählen, die Sie im Einsatz haben, beispielsweise jetzt einfach mal die UTA. Wenn Sie auf Weiter klicken, kommt hier die Anleitung, wie Sie vorgehen müssen. Jetzt in dem Fall müssen Sie sich in dem UTA-Portal die FTP-Zugangsdaten besorgen und dann hier eintragen und dann ist diese Schnittstelle an sich schon aktiviert. So, falls Sie zu den anderen Tankkartenanbietern aber noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich natürlich gerne melden. Aber wie gesagt, die Daten stehen an sich alle hinterlegt. Falls Sie keinen von den Anbietern hier haben, im Einsatz haben, aber eventuell überlegen, ob Sie wechseln möchten, können Sie sich natürlich auch gerne bei uns melden. Dann stellen wir gerne den Kontakt zu UTA her und da haben Sie dann auch die Möglichkeit, dass Sie vergünstigte Tankkarten bekommen, die dann auch im WIMCA-Design aussehen. So. Sobald die Tankkartenintegration eingeschaltet ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Sofern die Tankkarten das gleiche Kennzeichen hinterlegt haben oder ja, eingeprägt haben wie die Tankkarten in WIMCA Fleet, müssen Sie gar nichts mehr machen. Dann bekommen wir von den Anbietern die Abrechnung zugeschickt und tragen sie dann zum jeweiligen Fahrzeug einfach ein. Die Abrechnungen kommen bei Ihnen im System immer ungefähr zur Hälfte des Folgemonats und sind dann sichtbar.
Wenn die Kennzeichen nicht übereinstimmen, ist ein weiterer Schritt notwendig. Den können Sie entweder über die Übersicht machen oder über die Tankkartenansicht bei jedem Fahrzeug separat. Die Tankkartenübersicht hier, die dient nicht nur zur Verknüpfung zwischen den Fahrzeugen und der Tankkarte, damit die Kosten hochgerechnet werden können oder hochgeladen werden können, sondern Sie können auch hier, wenn Sie auf das Plus draufklicken, einfach noch weitere Informationen hinterlegen. Das heißt, Sie können hier die Kartennummer, die Gültigkeitsinformationen, Anbieter, Fahrzeug und so weiter hinterlegen und optional auch noch Informationen für Fahrer hinterlegen, die dann in den Fahrer-Apps dann nachher auch zu sehen sind. Nochmal zur Integration zurück. Für den Fall, dass die Kennzeichen nicht übereinstimmen, müssen Sie eben dann noch einmalig, sobald Sie die Tankkarten haben und im Einsatz haben, die Kartennummer dann mit dem Fahrzeug verknüpfen. Das heißt, Sie geben hier die Kartennummer ein, wählen hier das Fahrzeug aus, zu dem Sie gerne möchten, dass die Kosten hochgeladen werden. Und dann haben wir eben auch die Möglichkeit zuzuordnen, zu welchem Fahrzeug diese Kosten dann eben gehören. Wie gesagt, wenn die Kennzeichen übereinstimmen, ist dieser Schritt aber nicht nötig und die Integration funktioniert von Anfang an automatisch. Unter den Statistiken können Sie sich einen sehr schnellen Überblick über die Fahrtenbuchdaten verschaffen. Sie klicken auf Statistiken, geben dann hier oben bei der Fahrerstatistik zumindest den Fahrer ein, den Sie gerne betrachten möchten, den Zeitraum, also jetzt in dem Fall dieses Jahr. Das können Sie hier unten aber auch natürlich individuell anpassen. Und wenn Sie die Statistik generieren, sehen Sie auf der rechten Seite die Daten zu dem Fahrtenbuch, also wie der Mitarbeiter unterwegs war, mit welchem Fahrzeug und wie viele Fahrten dann betrieblich, privat und so weiter waren. Sie können sich hier einmal die Auswertung sich einmal anschauen lassen und Sie können sich hier auch die prozentuale Verteilung anschauen. Das Ganze gibt es, wie gesagt, als Fahrerstatistik, aber auch als Fahrzeugstatistik. Das Ganze sieht dann so aus. Hier wählen Sie das betreffende Fahrzeug aus, geben den Zeitraum hier unten dann eben auch ein und dann unterteilt es Ihnen die Fahrten von dem Fahrzeug auf die einzelnen Fahrer, die mit diesem Fahrzeug unterwegs waren, auf. Bei den Statistiken können Sie sich unter anderem die CO2-Emissionen anzeigen lassen. Und zwar haben Sie hier die Möglichkeit, sich entweder ein Jahr anzeigen zu lassen oder wie jetzt in dem Beispiel direkt einfach 2 Jahre einblenden zu lassen, damit Sie die beiden Jahre miteinander vergleichen können. Die unterschiedlichen Jahre werden dann in den unterschiedlichen Farben hier dargestellt. Sie können hier einfach durch einen Klick einmal auswählen, ob Sie vielleicht dann doch nur ein Jahr angezeigt bekommen möchten. Hier können Sie auswählen, welches Jahr Sie gerne vergleichen würden. Und hier unten können Sie dann auch noch die weiteren Kennzahlen ein- oder ausblenden. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt den Fokus auf die durchschnittliche Einheiten legen möchten, dann können Sie hier einfach die gesamten Emissionen ausblenden oder andersrum. Hier oben rechts sehen Sie dann noch die Kennzahlen an sich. Bei den Fahrzeugen zeigt es Ihnen an, wie viele Fahrzeuge berücksichtigt werden. Und sehen hier dann auch noch bei den Ausrufezeichen, falls Fahrzeuge nicht berücksichtigt werden, warum diese nicht berücksichtigt werden. Hier sehen Sie jetzt beispielsweise, dass die Kilometerstandseingaben fehlen. Kommen wir gleich noch dazu, wie man das Ganze einstellen kann. Weiter geht's hier mit den Durchschnittswerten. Das heißt hier, und das sehen Sie auch immer ganz schön an den Button hier. Wenn Sie wissen möchten, wie sich eine Kennzahl zusammensetzt, dann können Sie auf das i draufklicken und dann zeigt es Ihnen die Berechnung hier an. Hier sehen Sie beispielsweise die durchschnittlichen CO2-Emissionen pro gefahrenem Kilometer. Hier sehen Sie die gesamte Distanz, die das Fahrzeug oder die Fahrzeuge zurückgelegt haben. In dem Fall ist das der gesamte Fuhrpark. Ganz rechts sehen Sie die gesamten Emissionen in Kilogramm. Damit wir die CO2-Emissionen für Sie berechnen können, müssen Sie einige Felder in den Fahrzeugübersichten gepflegt haben. Wenn das nicht der Fall ist, sehen Sie, dass hier jetzt beispielsweise bei einigen Fahrzeugen Daten fehlen, wenn hier dieses Ausrufezeichen dran steht. Jetzt in diesem Fall sind es ganz häufig die Kilometerstände und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an. Wenn wir auf ein Fahrzeug springen, dann sehen Sie hier die ganzen Stammdaten zu den Fahrzeugen und dann gibt es eben hier die Möglichkeit, dass Sie hier oben einmal die Kilometerstände eintragen und das ist so beim Fahrtenbuch, bekommen wir die Kilometerstandsdaten automatisch und bei den Admin-Funktionen, also wenn Sie kein Fahrtenbuch im Einsatz haben, bekommen wir die entweder über die Tankkartenintegrationen oder Sie können die Kilometerstände auch manuell eintragen. Das heißt, Sie können hier einmal den Kilometerstand aktualisieren, das Datum eingeben und den aktuellen Kilometerstand. Hier ist es nun so, dass wir mindestens 2 Kilometerstandseingaben benötigen, damit wir eine Hochrechnung machen können für die aktuellen Kilometerstände. Das heißt, bitte einfach mindestens 2 Kilometerstände eintragen und dann können wir da die CO2-Daten für Sie auswerten.
Was wir zudem noch brauchen, sind die technischen Daten hier unten, und zwar genauer gesagt entweder den WLTP-Wert oder den NEFZ-Wert. Sie können das Ganze auch abkürzen, indem Sie hier oben die Fahrzeugidentifikationsnummer eingeben. Dann können wir uns die Daten automatisch ziehen und noch einige weitere Daten, die dann in Ihrem Fuhrpark mit reinlaufen, automatisch. Genau, sobald Sie dann diese Daten drin haben, können wir eine Hochrechnung machen für die CO2-Emissionen von diesem Fahrzeug und dann eben für alle Fahrzeuge, die Sie hinterlegt haben und für die Sie diese Daten im System haben und können dann eine Hochrechnung für den gesamten Fuhrpark machen. So, weiter geht es mit den Einstellungen. Da kommen Sie hier unten drauf und hier gibt es mehrere Reiter, die sind jetzt leider von meinem Gesicht verdeckt, aber ich hoffe, Sie sehen es trotzdem. Es gibt unterschiedliche Reiter. Der erste sind die Administratoren. Wie schon gesagt, wenn Sie Nutzer bei WIMCA anlegen, haben diese erstmal nur einen Zugriff auf die Fahrer-Apps, also auf das Buchungssystem oder gegebenenfalls auf das Fahrtenbuch, je nachdem, was Sie da eingestellt haben. Und wenn Sie jetzt aber sagen, Sie hätten gerne weitere Mitarbeiter, die auch auf WIMCA Fleet zugreifen, können Sie den Mitarbeitern aber ohne Probleme Zugriffsrechte vergeben. Und zwar ganz individuell. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben Mitarbeiter, die alles sehen dürfen, dann können Sie hier unter den Nutzerverwaltungen einfach einmal den Mitarbeiter auf alle Rechte freigeben. Oder wenn Sie sagen, dass der Mitarbeiter wirklich nur einzelne administrative Rechte in WIMCA Fleet bekommen soll, dann können Sie auch nur wirklich explizit für diesen Punkt Rechte vergeben. Beispielsweise, wenn Sie sagen, dass Mitarbeiter Nutzer erstellen dürfen oder Nutzer verwalten dürfen, dann können Sie hier oben auf Administrator hinzufügen klicken und dann ist eben die Voraussetzung, dass der Mitarbeiter bereits als Nutzer hinterlegt ist und sobald Sie dann anfangen, den Namen zu tippen, finden Sie hier dieses Dropdown und können dann den Mitarbeiter auswählen und anklicken. Sobald Sie das gemacht haben, ist der Mitarbeiter türkis hinterlegt und kann sich dann bei WIMCA Fleet anmelden und sieht dann aber nur, jetzt in diesem Fall der Daniel Luke, kann nur Nutzer verwalten und sonst nichts. Wie gesagt, wenn Sie möchten, dass jemand alles sehen darf, dann können Sie den Mitarbeiter einfach einmal für alle Rechte freigeben und für den Fall, dass es sich dann einmal ändern sollte und der Mitarbeiter das Ganze nicht mehr einsehen darf und sich nicht mehr bei WIMCA Fleet anmelden darf, dann können Sie einfach auf das X draufklicken, dann verschwindet der Name und der Mitarbeiter kann sich dann auch schon nicht mehr anmelden. Bei den Flotteneinstellungen können Sie die allgemeinen Einstellungen zu Ihrem Fuhrpark verwalten und anpassen. Ganz wichtig ist, alles, was Sie hier einstellen, hat im Endeffekt einen Einfluss auf den gesamten Fuhrpark. Das heißt, alles, was Sie hier einstellen, hat irgendeine Konsequenz auf alle Mitarbeiter im Endeffekt. Sie können sich die einzelnen Einstellungen gerne einmal durchlesen und falls dabei noch irgendwelche offenen Fragen oder Punkte aufkommen, können Sie sich gerne bei uns melden, entweder per E-Mail oder hier unten natürlich auch in dem Chat und dann können wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen und Ihnen gegebenenfalls dann auch Infomaterial zukommen lassen. Sollte sich bei Ihnen persönlich einmal was ändern, können Sie Ihre Daten anpassen, wenn Sie auf Ihren Namen draufklicken und dann Ihre Profildaten auswählen. Hier können Sie dann eben entweder beim Namen etwas anpassen, Sie können Ihre E-Mail-Adresse oder das Passwort ändern oder auch die Sprache und die Zeitzone. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben und sich nicht mehr anmelden können, haben Sie aber beim Login direkt die Möglichkeit, Ihr Passwort dort direkt zurückzusetzen. Sie als Administrator können sich einige Benachrichtigungen einschalten. Beispielsweise können Sie, wenn Sie das Fahrtenbuch im Einsatz haben, die 7-Tage-Erinnerung einschalten und dann auswählen, ob Sie das Ganze per E-Mail oder wenn Sie die WIMCA-App heruntergeladen haben, auch per Push-Benachrichtigung erinnern lassen oder benachrichtigen lassen, wenn eine Fahrt nach 6 Tagen noch nicht zugeordnet ist, was halt hauptsächlich bei Poolfahrzeugen sehr relevant sein kann. Nichtsdestotrotz, Sie können hier die E-Mail-Benachrichtigung auswählen und dann hier unten auswählen, für welche Fahrzeuge Sie diese Benachrichtigung gerne haben möchten. Das heißt, das können Sie auch ganz individuell einstellen, ausschalten oder verwalten, wie Sie es benötigen. Das Gleiche gilt für den Steckerstatus. Das heißt, wenn die Hardware die Verbindung zu dem Auto verliert, können Sie sich benachrichtigen lassen oder natürlich auch dann wieder, wenn die Verbindung wieder hergestellt wird. Beispielsweise nach einem Werkstattbesuch oder falls der Stecker einmal rausrutschen sollte, dann können Sie da eben relativ schnell eingreifen. Eine weitere Benachrichtigungsfunktion wären die Aufgaben, die können Sie hier eben auch einmal einstellen. Der große Unterschied zu den Benachrichtigungstypen in den Fahrer-Apps ist, dass Sie sich eben für jedes Fahrzeug die Benachrichtigung zukommen lassen. Mitarbeiter, die nur Zugriff auf bestimmte Fahrzeuge haben, können sich diese Benachrichtigung selbstverständlich nur für das Fahrzeug oder für die Fahrzeuge freischalten, auf die Sie dann auch tatsächlich einen Zugriff haben. Das bedeutet wiederum, wenn Sie die Benachrichtigung hier in WIMCA Fleet eingeschaltet haben,
kann es trotz allem sein, wenn Sie auch die Fahrer-Apps nutzen, dass dort die Einstellungen noch anders sind. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, Sie möchten die Benachrichtigungen für alle Fahrzeuge aktivieren oder deaktivieren, dann kann es sein, dass Sie die Einstellungen auch noch einmal in den Fahrtenbuch oder in den Fahrtenbuch-Apps bzw. in den Fahrer-Apps dann noch einmal anpassen müssen. Sollten Sie doch mal noch Fragen oder Anmerkungen haben, finden Sie unter Ihren Profildaten unter Support auch die Kontaktdaten von unserem Fuhrpark- oder Flottensupport, den wir Ihnen anbieten. Das heißt, hier oben haben Sie die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse und hier unten die Support-PIN, damit Sie quasi sehr schnell von unseren Kollegen gefunden werden im System, damit Sie Ihnen sehr schnell weiterhelfen können. Als weiteren Tipp möchte ich Ihnen aber noch mitgeben, dass wir neben den regulären Support auch hier unten einen Chat haben. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, die schnell beantwortet werden können, können Sie sich hier natürlich auch melden und dann beantwortet eine Kollegin oder ein Kollege von mir aus dem Support-Team Ihre Fragen natürlich auch gerne.